Fall drauf gespannt. Wir haben eben schon gehört, es wird hier gerade mit Random gespielt. Die beiden haben Random genommen. Dien also mit Dr. Mario. Also Tierlist-mäßig auf jeden Fall Ian vorne. Ja. Nee, warte mal. Justin hat Pikachu. Weil Dr. Mario gilt eher als schlechter Charakter. Auch so wirklich unter dem... In Ultimate ist es irgendwie so, es gibt ein richtig großes Mittelfeld an Charakteren, die so High-Tier sind. Ja. Aber das ist Mittel, weil es so viele sind. Und Dr. Mario ist drunter. Also eher so am unteren Ende der Tierlist. Aber jetzt auch kein unbrauchbarer Charakter. Er hat halt nur eine unbrauchbare Recovery. Also wenn er offstage fliegt, dann hat er ein Problem. Genau. Gerade gegen solche Charaktere wie Pikachu. Da sollte eigentlich es reichen, wenn Pikachu einmal eine Backer bekommt, in der offstage fliegt. Und dann, ja, gute alte Eisenkopf. Schöner Rap. Oh, das meine ich. Oh. Das war aber schöner Reverser. Und das ist halt das Gute an Dr. Mario. Er ist stark. Ja. Er ist stark und er hat gute Punishes. So Out of Shield, wenn du halt chillst, dann kannst du mit der Up-B, also diesem Sprungschlag praktisch, den er eben auch gemacht hat, zum Killen. Okay. Aber komm nochmal wieder on Stage kommen hier. Auf jeden Fall auch ein Fun-Charakter, aber wie gesagt, so mit der Recovery ist, wenn man den Charakter maint, dann ist Recovery schon nicht mehr lustig. Ja. Ja, man sieht aber, er kann jetzt hier auch schön Stock, also Prozente gegentraden, weil er ein Stock vorne ist. Mhm. Ah, jetzt kann sich immer wieder recovern hier tatsächlich noch. Dr. Mario ist halt ein Charakter, also er könnte ihn jetzt schon wieder übelst killen auch, wenn er nur einen Upsmash bekommt. Ja. Und Upsmash, das ist halt, also wie bei jedem Mario-Charakter eigentlich, guter Upsmash ist. Ja. Immer Invincibility. Oh, 160%. Mario aber deutlich schwerer eigentlich, als ich dachte. Oder Dr. nicht? Mario ist einfach so komplettes Mittelfeld. Also so mittelschwer, mittelstark. Genau, Pikachu ist leicht. Ja, okay. So leicht wie Kirby, also. Ja, wie so ein kleines Vieh halt. Ich kann mir das immer besser merken, wenn ich so ungefähr einschätze, wo, also ich nehme Mario, ich nehme praktisch den mittelschweren Char, den leichtesten Charakter und den schwersten und versuche die immer so ein bisschen einzuordnen. Ja, Kirby der leichteste dann wahrscheinlich, oder? Nee, Pichu. Pichu ist am leichtesten, dann Pummeluff und dann kommen so Kirby, Pikachu, Sephiroth. Erwartet man bei dem eigentlich nicht, aber zack. Boah, schöner Wurf. Genau. Und wir haben hier wieder eine Stock-Lead. Ja, vor allem auch nur 60%, das heißt relativ früh noch im Stock. Ja. Würde ich mal sagen. Das kann natürlich schnell enden bei Dr. Mario. Ist jetzt gerade offstage. Muss sich recovern, kriegt das hier auch hin. Aber ist immer noch an der Edge. Mhm. Oh, aber schöne Combo hier jetzt wieder auch. Ich werde da gut Prozente rein. Oh. Pikachu aber auch eher so short-ranged? Oder, wie kann ich das einschätzen? Er hat Short-Range, ja. Kann man schon so sagen. Er hat halt ein Projektil. Oh, und schön wieder. Er hat extrem gute Frame Data, also schnelle Moves, die schnell rauskommen und in alles Comboen. Also in der Theorie einer der besten Charaktere, aber es gibt einfach nicht viele, die dieses Tempo halten können. Oh. Wow, einfach weggespiked. Den Ausgleich nochmal geholt. Stock Situation. Oh. Kick und weg. Das war ein Kill-Confirm. Genau. Der war sehr schön, muss ich aber sagen. Aber Mario sieht man dann scheinbar auch nicht so oft. Also Dr. Mario, sagst du. Also das Ding ist halt, es gibt 80 Charaktere. Ja stimmt, da haben wir letztes 86 Mal schon. Und es sind wenige Chars, die man oft sieht wirklich. Es gibt ganz viele Nische-Charaktere, die werden, da wird in jedem Local hast du dann so einen davon. Oh, Duck Hunt gegen Hero. Okay, das wird janky. Er wird auf jeden Fall nach Bounce suchen sofort. Oh, ist auf Deutsch. Wir spielen auf Daniels Setup und wir haben das auf Deutsch. Oh. Weil da hast du ja unten dein Buch. Ja. Ne? Da musst du dann immer lesen und die Namen sind in jeder Sprache verschieden. Was Duck Hunt Duo macht, das weiß ich ja ungefähr vom letzten Mal. Die Frage ist, was macht der Hero? Hero macht ganz viel unten B. Also er drückt unten und B und dann sieht er da unten immer vier Spells. Und kann davon einen aussuchen oder was? Genau, was weiß ich, wie viele Spells das sind, ne? Also es sind 20 oder so, was weiß ich, ganz viele.
Und genau, kann sich da was aussuchen. Und was dabei rauskommt, musst halt mitlesen. Auch wenn du gegen ihn spielst, du musst mitlesen. Oh Gottes Willen. Das ist das Nervige, ja. Das ist ja komplett nervig. Ja, ich habe ihn anfangs gespielt und ich habe mir einen Spaß daraus gemacht. Daubi, oh mein Gott. Er hat ihn einfach geparried. Das wäre so ein Shieldbreaker. Das ist ein Instant Shieldbreaker, was er da bekommen hat. Oh, schöner Finish. Oha. Das ist ein sehr schöner Lead. Ja, was ist das für ein... Also, ich würde sagen, Ians... Random ist ziemlich OP. Er kann das. Er kann auf jeden Fall Duckhunt spielen. Er kriegt die B-Reverses hin, die Traps. Oh, schön, Frisbee. Das ist schon clean. Boing, ja. Boing. Genau, Boing ist ein Reflektor. Der ist ganz wichtig gegen Duckhunt. Also da brauchst du kaum Angst haben gegen ihn. Du kannst gegen alles einfach laufen. Oh. Das war ein Kill-Confirm. Das ist wichtig so. Jetzt hast du 15% nur Lead auf Seiten von Ian. Das kannst du wieder aufholen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt Justin hier. Gerade mit Hero, also ist ein Charakter, da kann einfach alles passieren. Das kommt ganz drauf an, was du für Spells bekommst. Ja, das Problem ist halt, wenn das auf Englisch gewohnt ist, dann ist natürlich Deutsch nochmal ein bisschen nervig jetzt. Du brauchst länger, um das zu lesen. Genau, ja. Das kostet ihn wertvolle Millisekunden, beziehungsweise Sekunden vielleicht sogar. Aber man hat jetzt Duckhunt hier das an der Kante. Das ist am wichtigsten, Schwupp. Schwupp und Wupp. Schwupp sind, und Wupp. Ja, das sind... Schwupp, Wupp, Boing. Das ist ein klasse Spellname. Auf Deutsch, deswegen spiele ich das lieber auf Englisch. Das klingt zwar auch komisch, aber nicht so komisch. Ja, also Schwupp und Wupp sind Moves, die einfach instant killen können. Also die treffen dich und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit killen die dich einfach. Oh, okay. Je höher deine Prozente sind, je höher die Prozente deines Gegners sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ja. Am Anfang ist es so bei 1%. Aber du kannst trotzdem, also habe ich auch schon gehabt, dass beide 0 haben. Oh, erwischt. Oh. Okay. Das ist ein Kill-Confirm. In Führung hier. Das waren Bum und Peng, habe ich mitgelesen. Also wirklich sehr literal auch, was die da machen. Brutzel, ja. Brutzel und Bum sind so super stark. Ja. So ridiculous. Und gehen. Was du auch bei ihm wissen musst, er hat auf seinen Smash-Attacken eine Crit-Chance. Und wenn er crittet, dann... Macht er mehr Damage. Also der Knockback ist auch höher. Also du bist richtig weggefetzt dann. Und es zerstört auch... Oh, Kamikaze? Ja, das ist genau das. Dass er sich selber umbringt und dass er ordentlich Schaden macht. Wild. Das unterscheidet einen Top-Hero-Spieler von einem normalen. Wenn du Downby drückst und der Gegner auf dich zuläuft, dann hast du manchmal einfach diesen Triggerfinger, dass du einfach sofort drückst. Ja. Und wenn dann Kamikaze kommt, bist du weg. Ja. Das heißt, ein guter Hero-Spieler weiß Kamikaze einzusetzen. Ja. Und eben war es an sich gar nicht schlecht. Er hat halt Damage gemacht, aber er hat den Stock halt verloren dafür, ne? Ja, ich meine, das war eine schöne Dose hier. Okay, also hier 2-0 Ian.